Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist jetzt fast genau auf den Tag 6 Monate her, dass ich dieses Model S gekauft habe als Firmenwagen. Und das ist im Prinzip jetzt mal Gelegenheit, ein Fazit zu ziehen, was mir an dem Auto gut gefällt, was mir nicht so gut gefällt. Würde ich ihn mir wieder kaufen, kann ich ihn empfehlen. Bleibt einfach dran, nach dem Trailer geht's los. Wenn ihr meinen Kanal aufmerksam verfolgt habt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich dieses Model S Anfang September 2018 gebraucht gekauft habe. Und zwar stammt dieses Auto aus dem Raum Nürnberg. Da gibt es auch ein Video von der Überführung von mir. Das verlinke ich euch mal hier oben. Der Wagen gehörte ursprünglich einem Fahrlehrer. Der hat es nicht für seine Fahrschule verwendet, sondern als Privatwagen. Und davor war dieses Auto mal ein halbes Jahr lang ein Mietwagen. Das heißt, ich bin jetzt der dritte Besitzer. Der Wagen ist jetzt ungefähr 2,5 Jahre alt. Ja, ich fahre ihn jetzt ja schon ein bisschen länger. Insgesamt bin ich gefahren 10.000, Moment, ich kann das hier mal eben gucken. Also 11.400 Kilometer bin ich gefahren. Ich habe insgesamt verbraucht 2.616 Kilowattstunden und jetzt über die Wintermonate einen Durchschnittsverbrauch von 230 Wattstunden pro Kilometer. Der Wagen hat insgesamt jetzt gelaufen 47.100, das heißt, ich habe ihn ungefähr mit 36.000 übernommen. Als erstes kann man schon mal festhalten, ich bin einfach mehr gefahren, als ich ursprünglich wollte. Das liegt zum einen natürlich daran, dass das Fahren mit dem Auto unheimlich Spaß macht. Zum anderen liegt es aber auch mit daran, dass dieser Wagen jetzt für unsere Familie das Reiseauto geworden ist. Also wir haben schon immer 2 Autos gehabt. Das heißt, früher, bevor ich den Tesla gekauft hatte, war ich eigentlich immer Cabrio-Fahrer. Ich bin im Prinzip seit 20 Jahren, naja, nicht ganz 20, seit 18 Jahren immer Mercedes Cabrio gefahren. Meistens E-Cabrio oder CLK Cabrio. Und das war im Prinzip mit Kind und Hund kein wirkliches Reiseauto. Deswegen hatten wir noch eine B-Klasse, die auch von Mercedes, die uns im Prinzip für Urlaubsfahrten oder längere Touren mit der ganzen Familie als Reiseauto gedient hat. Und das haben wir komplett abgelöst. Das heißt, die gesamte Mercedes-Flotte von 2 Autos, die wir als Familie hatten, sind jetzt 2 Elektroautos. Vor ungefähr 1,5 Jahren war das erste die Renault Zoe und dann eben seit einem halben Jahr jetzt das Model S. Und das Model S ist unser komplettes Familienreiseauto, weil es geht hier wirklich alles rein. Das ist nachher auch einer der Vorteile, erzähle ich gleich ein bisschen was dazu, aber das ist auch der Grund, warum ich mit dem Auto natürlich viel mehr fahre. Da wir alle Touren zu Schwiegereltern in den Urlaub, zum Beispiel nach Sylt, da verlinke ich euch mal hier das Video vom Sylt-Urlaub über Weihnachten oder über Silvester. Wir fahren alles mit diesem Model S. Daher kommt einfach mehr zusammen, als wir ursprünglich geplant hatten. So, ich habe mir eine Liste gemacht von Dingen, die ich positiv an dem Auto finde und Dingen, die ich negativ an dem Auto finde. Ursprünglich wollte ich halt 10 Dinge, die mir gut gefallen, aufstellen und 10 Dinge, die mir nicht so gut gefallen, aufstellen. Das Problem ist, bei den Dingen, die mir nicht so gut gefallen, habe ich einfach keine 10 Punkte zusammenbekommen. Tut mir furchtbar leid. Ihr werdet es gleich sehen. Es ist natürlich jeder anders. Es gibt ja auch von anderen Tesla-Besitzern diese Listen, was einem gut und was einem schlecht gefällt. Die anderen haben oft auch 10 Punkte, die ihnen nicht so gut gefallen. Mir persönlich fallen so viele Punkte leider nicht ein. Im Moment bei Zwischenstand 6 Monate Fahrt und ungefähr 11.000 Kilometer. Vielleicht sieht das ja im halben Jahr noch wieder anders aus. Positiv. Fangen wir mit dem Positiven mal an. Was gefällt mir denn am besten bei dem Fahrzeug? 10 Punkte. Die habe ich tatsächlich zusammenbekommen. Ich hätte auch noch mehr zusammenbekommen, aber ich will mich auf 10 beschränken. Punkt 1. Die Ruhe. Die Ruhe beim Fahren. Es war schon bei der Zoe das Erlebnis, diese Ruhe beim Fahren. Und beim Tesla ist es natürlich noch ruhiger im Prinzip. Man gleitet dahin und das Brummen ist weg. Wenn man Langstrecke fährt, hat man keine Kopfschmerzen. Der Schädel dröhnt nicht. Also das ist mir echt extrem aufgefallen. Wie angenehm das ist, mit so einem ruhigen Auto länger unterwegs zu sein. Punkt 2 wäre, hatte ich vorhin schon erwähnt, das Platzangebot. Dieses Auto ist groß, ja, es ist im Prinzip ein Schiff, kann man dazu sagen. Es hat aber
Platz dadurch ohne Ende. Wir sind ja zu dritt mit Hund. Hier geht alles rein. Der Hund passt hinten in den Kofferraum. Unter dem Kofferraum ist noch ein riesen Staufach. Da passen Taschen rein oder Kisten oder Gepäck, irgendwas, was man mitnehmen muss. Vorne der Frunk ist zwar kleiner als früher, aber für mich immer noch ausreichend groß. Passt auch sehr viel rein. Und der entscheidende Vorteil, ich habe das Auto bewusst so ausgesucht, dass es ein Schiebedach hat. Damit hat es die Möglichkeit, eine Dachbox aufzuschrauben. Das haben wir auch schon früher mit der B-Klasse immer machen müssen. Die B-Klasse ist zwar ganz schön geräumig, aber mit Hund ist der Kofferraum voll. Also haben wir im Prinzip das gesamte Gepäck immer in der Dachbox gehabt. Und das geht bei dem Tesla Model S hier genauso. Mit dem Unterschied, dass die Dachbox nur eine Ergänzung ist zu dem Frunk vorne und zu dem unterirdischen Staufach im Kofferraum hinten, sodass wir eigentlich jetzt sogar mehr Platz für Reisegepäck haben als früher. Und der Hund hat auch noch einen viel größeren Raum hinten im Kofferraum, wo er sich ablegen kann, wo er schlafen kann, wo er liegen kann. Er kann sich sogar ein bisschen bewegen da. Also ist überhaupt gar kein Problem. Sehr angenehmes Reisen für das Tier. Super Sache, super positiv. Als drittes, was mir sehr gut an dem Auto gefällt, ist die Konnektivität. Das bedeutet für mich, ich habe hier ja serienmäßig LTE drin. Wenn ich in der Garage zu Hause stehe, ist der Wagen per WLAN mit meinem Heimnetz verbunden. Und ich habe einen Spotify-Account über Tesla, den ich ja permanent nutzen kann. Und das ist eins der wahnsinnigen Vorteile, gerade beim Reisen. Wir können Musik hören, beliebige Musik, die uns einfällt. Also unsere Hitlisten können wir zusammenstellen. Unser Kind kann Hörspiele hören, die drei Fragezeichen, sage ich nur, sehr, sehr beliebt bei uns. On Demand, alles verfügbar. Mega geile Sache. Das macht einfach Spaß. Das hatte ich halt bei meinen alten Autos früher nie. Und das nutzen wir extensiv, gerade beim Reisen. Der nächste Punkt, der Komfort, die Sitze. Die Beinfreiheit. Also hängt auch mit der Größe natürlich zusammen. Also auch gerade die Sitze. Ich meine, Mercedes hat ja schon gute Sitze gehabt. Aber ich muss sagen, hier diese Sitze, das sind die New Generation oder Next Generation Seats. Weiß nicht, wie die genau heißen, aber auf jeden Fall sind die, also für meinen Körper mit meinen 150 Kilo, sind die extrem bequem. Also ich setze mich hier rein und diese Schalen schmiegen sich links und rechts an die Seite. Der Seitenhalt ist super. Die Sitze sind nicht zu weich, sie sind hart, aber auch nicht zu hart. Also für mich perfekt. Es gibt Leute, die finden die nicht gut. Mir gefallen sie außerordentlich gut. Auch hinten die Sitze sind sehr bequem. Mein Sohn, der ist jetzt 13, ist jetzt ungefähr 1,60. Er wächst natürlich wie ein Weltmeister, aber bis jetzt ist es für ihn hinten total bequem. Okay, ich habe ja schon gesagt, ich bin früher Cabrio gefahren. Jetzt habe ich ein Schiebedach. Nächster positiver Punkt. Hätte ich nicht gedacht, ich habe das Cabrio-Fahren ja doch so ein bisschen vermisst am Anfang und ich dachte, ich würde dem doch eine Träne nachweinen, ist aber nicht so. Das Schiebedach ist wirklich klasse, natürlich die schiere Größe, man kann das sehr weit nach hinten schieben, es kommt fast schon sowas wie Cabrio-Feeling auf und im Sommer gerade, wenn der Wagen natürlich ein bisschen warm ist, wenn die Sonne scheint, kann man das Schiebedach beliebig weit auffahren, es weht hier nicht drin. Das heißt, es stört eigentlich auch nicht, so wie beim Cabrio hat man halt oft Verwirbelung. Bei dem Schiebedach ist es super, das Geräusch, die Geräuschkulisse beim Fahren ist nicht laut. Das ist eine tolle Sache, gefällt mir außerordentlich gut, ersetzt für mich das Cabrio-Gefühl, ja, sagen wir mal zu 70%. Nächster Punkt, der mir sehr gut gefällt an dem Auto, das gesamte Bedienkonzept. Damit meine ich jetzt nicht nur den Purismus hier, dass wir hier so gut wie keine Schalter haben, dass wir hier diesen riesen Bildschirm haben, der fast noch mehr als iPad-Feeling gibt, alleine durch die schiere Größe, sondern auch, dass man zum Beispiel diese Lenkradtasten hier frei belegen kann. Linke Taste, rechte Taste, das sind so zwei Scrollräder. Und auf diese Scrollräder kann ich beliebige Funktionen legen, das heißt Temperatursteuerung, Lüftersteuerung oder Schiebedachsteuerung. Was ich auch immer möchte, kann ich da drauflegen. Ist für mich sehr angenehm zu bedienen. Es gibt viele Leute, die das kritisieren, dass man hier so einen Monitor hat und keine Knöpfe mehr. Aber dadurch, dass ich die wesentlichen Funktionen hier bei meinem Model S, bei Model 3 ist es noch wieder ein bisschen anders, aber bei Model S kann ich die wesentlichen Funktionen, die ich ständig beim Fahren eigentlich benötige, auf diese beiden Lenkradtasten legen. Und ich komme damit super zurecht. Das gefällt mir außerordentlich gut.
Last but not least natürlich diese kleinen Easter Eggs, die Software bietet. Stichwort Furzkissen. Ja, es ist immer wieder lustig. Macht Spaß, muss ich sagen. Also ist zwar manchmal, irgendwann läuft sich das natürlich tot, aber trotzdem ist es irgendwie, es zaubert einem immer so ein leichtes Grinsen ins Gesicht. Nächster positiver Punkt. Habt euch sicher schon gefragt, wann der kommt. Der Autopilot. Ja, der Autopilot. Einige sagen, den brauche ich nicht. Wenn ich Auto fahren will, dann will ich selber fahren. Ich liebe ihn. Ich habe mir das Auto auch gekauft, weil es den Autopilot hat. Ich hätte mir keinen Tesla gekauft, der keinen Autopilot hat. Ich habe ja nur die Version 1. Das heißt, eigentlich ist es ja nichts weiter als ein besserer Spurhalteassistent und ein adaptiver Tempomat. Aber der funktioniert einfach für mich so gut, auch das mit dem Spurwechsel, der Spurwechselassistent, der hat natürlich ein paar Kinderkrankheiten, aber das funktioniert für mich so gut und entspannt für mich das Reisen noch mehr, als es das ohnehin schon tut in diesem Auto, sodass ich den einfach nicht missen möchte. Und immer dann, wenn ich auf der Autobahn fahre, der ist im Prinzip, wenn es die Verkehrssituation erlaubt, 90% der Zeit ist der an. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, damit zu fahren. Was mir weiterhin gut gefällt, und das hat jetzt weniger was mit dem Auto zu tun, als mehr mit dem gesamten Konzept, ist die Ladeinfrastruktur. Teslas Ladeinfrastruktur war einer der Gründe, warum ich mir dieses Auto gekauft habe und nicht ein zum Beispiel iPace. Der lag nämlich am Anfang bei mir doch weiter oben in der Hitliste, als er rauskam. Doch ich habe mich lange damit beschäftigt, wie es in der Praxis bei Langstrecken ist. Und das Auto sollte ja für alle Urlaubsfahrten, für alle Familienfahrten, auch für die Langstrecke geeignet sein. Und da ist diese Ladeinfrastruktur beim Tesla einfach, ja, ich weiß nicht, nicht zu schlagen. Es gibt jetzt Videos, da sieht man immer wieder Leute, die an die CCS-Lader, Ionity oder sonst wo auf Autobahnen an den Raststätten fahren und im Prinzip nicht wissen, kann ich laden, wird meine Ladekarte akzeptiert, ist die Ladeinfrastruktur kaputt, wie schnell kann ich laden. Und es fährt immer eine Angst mit und da hatte ich keinen Bock zu. Und das war einfach hier das Kriterium, ich kann mich hier reinsetzen, ich kann hier losfahren, muss mir keine Gedanken machen. Ich plane zwar auch meine längeren Touren, das müsste ich aber nicht eigentlich. Also eigentlich kann ich mich reinsetzen und losfahren und der Wagen navigiert mich zum nächsten Supercharger, wenn es sein muss. Und ich weiß zu 100%, das funktioniert. Ich muss nichts machen, ich brauche keine Ladekarte, ich stöpsel den Wagen ein und er lädt. Wenn ich Pech habe, ist vielleicht die Ladeleistung etwas kleiner, weil der Supercharger voll besetzt ist. Wenn ich in Zukunft ganz viel Pech habe und die Model 3 überall laden werden, muss ich vielleicht auch mal warten. Ganz klar, wird irgendwann kommen, aber ich muss mir einfach trotzdem keine Gedanken machen. Für mich ein großer positiver Punkt, dass ich mich für dieses Auto, gerade Tesla, entschieden habe. Dann ein weiterer Punkt für mich, merke ich immer wieder im täglichen Alltag, die Marke Tesla ist einfach positiv besetzt. Das begegnet mir ständig, wenn ich irgendwo stehe und lade oder wenn ich irgendwo langfahre in der Stadt. Es gibt ganz viele Leute, die zeigen auf das Auto, die winken oder man sieht, dass die begeistert sind oder man spricht mich an. Gerade viele jüngere, aber auch viele ältere Herrschaften, so Modell Generation S-Klasse, sage ich mal. Die bleiben stehen und fragen, Mensch, was ist das denn und was kostet das? Und das sieht ja toll aus und wie laden Sie? Und ach, das geht wirklich und die können das eigentlich gar nicht fassen. Und das ist einfach positiv besetzt, das merkt man. Also mir sind noch nie, muss ich wirklich sagen, in den letzten 6 Monaten irgendwelche negativen Reaktionen aufgrund des Elektroautos, was ja auch manchmal in der Diskussion leider negativ bewertet wird von einigen Leuten, ist mir nie irgendwas Negatives begegnet. Nur positive Reaktionen. Das macht irgendwie auch Spaß beim Fahren. Ah ja, Fahrspaß, genau. Last but not least, der Fahrspaß. Die Beschleunigung ist natürlich legendär, also 5,1 Sekunden auf 100 oder was der schafft hier. Das ist schon, Jahrmarkt. Also jeden Tag habe ich hier im Prinzip Karussell fahren, wenn ich will. Ich kann draufdrücken und das geht ab wie eine Rakete. Es ist ja noch nicht mal der Performance, sondern das ganz normale Modell. Mache ich natürlich nicht ständig. Ich fahre ganz normal. Aber wenn man mal ein bisschen schneller weg möchte, kurzer Tipp aufs Gaspedal und man rauscht da ab. Und diese stufenlose Beschleunigung und auch diese Ruhe dabei, man hört ja eigentlich gar nichts.
kein Motor heult auf, gar nichts. Das ist einfach klasse. Macht tierisch Spaß. Ich könnte jetzt hier diese Liste noch weiterführen, aber ja, irgendwie hört es auch auf. Verliere mich da jetzt auch in Kleinigkeiten. Also, ja, ich muss sagen, ich bin einfach von dem Auto immer noch nach 6 Monaten angetan und man freut sich jeden Tag, wenn man hier einsteigt. Aber jetzt geht's los. Wir haben auch negative Punkte. Davon habe ich nur 5 gefunden. Das, was mich am meisten nervt. 1. Ganz weit oben, ehrlich gesagt, das Klappern der Stoßdämpfer. Habt ihr vielleicht schon gehört, konstruktionsbedingt ist bei dem Luftfederung, also bei dem Fahrwerk mit Luftfederung, was ich habe, an sich sehr schöne Sache. Der Wagen kann rauf und runter fahren, sogar irgendwie GPS gesteuert. Gar kein Problem. Leider klappern die Stoßdämpfer bei niedrigen Geschwindigkeiten etwas. Es ist nicht schlimm, es ist nicht wahnsinnig laut, es ist ein ganz leichtes Klappern, so wie so Würfel in so einem Knobelbecher, die man so leicht hin und her bewegt. Dadurch, dass der Wagen aber so leise ist, hört man das und das tritt immer auf so zwischen 20 km/h und maximal 50 km/h. Immer dann, wenn ich auf so leicht holprigen Straßen fahre, in Bremen gibt es davon leider viele, da nervt es einfach. So. Und Stoßdämpfer sind, glaube ich, von Bosch, auf jeden Fall deutscher Hersteller. Es ist nicht Teslas Schuld, es ist konstruktionsbedingt. Diese Stoßdämpfer sind auch in anderen deutschen Autos eingebaut, die Luftfederung haben. Da hört man es aber nicht, weil das Motorgeräusch alles überdeckt. Und sobald man ein bisschen schneller fährt hier beim Tesla, das Rollgeräusch der Reifen lauter wird, hört man das auch nicht mehr. Aber es ist halt so, dass Tesla momentan, mein Stand heute, Anfang März 2019, mir noch keine Lösung angeboten hat, das Problem in den Griff zu bekommen. Das Service Center sagt, ja, man könnte die tauschen, aber dann tritt das Problem irgendwann wieder auf und da wollen wir jetzt nicht so, also warten wir noch mal ein bisschen, bis wir da irgendwie eine Lösung haben. So ist bei mir momentan die Lage. Ich warte ab, ich habe ja Garantie noch drauf, also irgendwann werden die garantiert getauscht. Aber im Moment, jetzt fahre ich da 6 Monate mit rum und das nervt mich von dem Auto, von allen Sachen am meisten. Also ihr merkt schon, dass die negativen Punkte sind eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist irgendwie so eine Gefühlssache. Ja, Verarbeitungsqualität ist natürlich auch ein Punkt, den kann man negativ herausstellen. Das Auto ist arschteuer und die Verarbeitung ist natürlich nicht so gut, wie man sie bei dem Preis erwarten würde. Stichwort Spaltmaße. Ich bin jetzt kein Spaltmaßenfetischist, ich gucke da auch nicht drauf. Das stört mich jetzt nicht so, aber man sieht es natürlich, dass sie nicht so toll sind wie bei einem deutschen Markenfabrikat. Ist einfach so. Weiß man aber vielleicht vorher, kann ich persönlich mit leben. Es gibt aber noch mehr in der Verarbeitung, was nicht so toll ist. Zum Beispiel die Dämmung hier im Armaturenbrett. Das ist halt so, die Materialien sind, sie sehen auch eigentlich auf den ersten Blick ganz hochwertig aus, aber wenn man da mal drauf drückt hier, das ist alles so ein bisschen wackelig, will ich nicht sagen, aber so nach, das gibt nach. Und knarzt dann eventuell gerade, wenn man mal so ein bisschen holprige Straßen fährt. Oder hier in Bremen gibt es oft auch so, wie heißen die, so Schwellen auf der Straße, um die Autos langsamer zu machen, um verkehrsberuhigte Zonen einzuleiten. Und wenn man dann so rüberfährt, dann verwindet sich das Auto natürlich minimalst, obwohl es natürlich sehr steif ist, allein schon durch die Batterie. Aber das knarzt dann eventuell. Und dieses Knarzen ist einfach immer mal wieder da, besonders im Winter, wenn alles irgendwie kalt und zusammengezogen ist. Im Sommer, in den Sommermonaten, wobei Sommer hatte ich ja noch gar nicht mit dem Auto, aber September, Oktober war das noch warm letztes Jahr, da hatte ich das nicht. Aber jetzt im Winter, wenn es irgendwie 0 Grad ist oder so, dann merkt man es schon. Auch hier im Dachhimmel hier oben ab und zu knarzt es. Habe ich auch schon einen Termin im Service Center, das ist auch einer der Punkte, wo das irgendwie nochmal ein bisschen abgedämmt werden soll. Hoffe ich, dass es dann irgendwann weg ist. Ja, Türdichtung ist auch so eine Sache. Die sind manchmal wellig, sind nicht wahnsinnig gerade. Hier ist irgendwie so ein neuralgischer Punkt. Bei mir geht das irgendwie noch, aber bei anderen Autos, sieht das nicht so doll aus. Ja, Stichwort Service. Auch einer der Punkte. Ich habe ja noch nichts wirklich gehabt an dem Auto. Jetzt habe ich so 3 Kleinigkeiten, die ich gerne gemacht haben möchte. Nämlich zum einen hier diese Knarzerei da. Das ist aber jetzt kein Punkt, was ausgetauscht werden muss. Aber ich habe hier ein kleineres Problem mit dem Türgriff an der Beifahrerseite. Und zwar gehen die Türgriffe, wenn man dagegen drückt oder man muss sie nur berühren, fahren sie ja normalerweise auf.
Und das macht er nicht mehr. Der fährt zwar auf, wenn ich mich dem Wagen nähere, aber wenn ich im Auto sitze und meine Frau möchte einsteigen, dann berührt sie normalerweise den Türgriff und er fährt auf. Und das tut er nicht mehr. Ich muss dann die Tür von hier innen sozusagen den Türgriff auffahren lassen. Da ist irgendwie ein Sensor kaputt, kann getauscht werden, ist kein Problem. Ist ja alles noch Garantie, ist auch schon angemeldet. Dann habe ich im Winter jetzt dreimal an den Heckleuchten Feuchtigkeit gehabt, also die waren von innen beschlagen, die sollen auch ausgetauscht werden, das wurde mir auch schon angekündigt. Und dann würde ich gerne den HEPA-Filter austauschen, weil ich einfach das Gefühl habe, der arbeitet nicht mehr vernünftig, denn die Geruchsbelästigung, gerade so, wenn man im Verkehr ist, ist doch schon extrem durch die Lüftung und das sollte eigentlich nicht so sein. Wurde auch angekündigt, dass der ausgetauscht wird. So, und jetzt sind seit 6 Wochen die Teile bestellt. Seit 6 Wochen habe ich das beim Service Center Hamburg angemeldet. Und seit 6 Wochen ist nichts davon da. Das finde ich schon echt doof. Es ist jetzt nichts Kritisches, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, der Wagen wäre jetzt wirklich kaputt. Und ich brauche ein Teil und ich kann nicht mehr fahren. Wenn ich Garantie habe, wäre es vielleicht noch so, dass ich einen Loaner kriege für die Zeit, wenn die Teile nicht lieferbar sind. Das weiß ich aber nicht. Ich möchte es auch nicht drauf ankommen lassen. Also ich möchte das gar nicht wissen. Von daher bin ich froh, dass alles läuft, aber das ist einer meiner Kritikpunkte. Service kann verbessert werden, definitiv. Wobei die alle sehr kulant sind, das ist nicht das Problem, aber die Geschwindigkeit ist einfach ein Problem. Weiterer negativer Punkt, und das ist erst seit ein paar Wochen, da muss ich noch rausfinden, woran das liegt. Ich habe seit ungefähr 2-3 Wochen einen relativ hohen Vampirverlust. Das nennt man den Reichweitenverlust über Nacht quasi. Also der Wagen steht in der Garage und man tut nichts. Der Wagen ist eigentlich aus und es geht Reichweite verloren, wenn man morgens einsteigt. Bei mir ist es momentan so schlimm, dass es 5% über Nacht ist. Das ist echt viel. Ich habe einen Verdacht, woran es liegt, aber dem muss ich noch genau nachgehen. Gibt natürlich viele Ursachen, will ich jetzt hier nicht ausbreiten. Das kriege ich schon im Griff. Das war vorher nicht so, es ist irgendwie seit kurzem. Ist einer der negativen Punkte gerade, die mich ein bisschen nerven. Werde ich aber noch rauskriegen, woran das liegt. Ja, ein weiterer negativer Punkt ist auch wieder die Software, die einerseits positiv ist, weil sie Spaß macht, andererseits negativ, weil sie natürlich fehlerhaft ist. Also es gibt da Bugs drin, es gibt Stabilitätsprobleme. Jetzt mit der Version 9, die ich ja schon länger habe, ist das viel, viel besser geworden. Aber gerade wenn es um Spotify geht, ist es doch instabil. Der Browser funktioniert auch nur, wenn ich im WLAN bin zu Hause und auf der Fahrt mit LTE. Naja, kann man eigentlich vergessen. Also es sei denn, man möchte eine Stunde darauf warten, dass irgendwie eine Webseite lädt. Aber das ist Quatsch. Das ist unbenutzbar. So, last but not least. Und das ist das Letzte, was mich an dem Wagen stört. Ist auch nichts Dramatisches, aber es ist das Navigationssystem. An sich schön, ist natürlich riesig, die Karten, Google Maps, das macht schon Spaß. Es hat aber Schwächen im Detail. Also zum einen, klar, es kann keine Zwischenziele. Kriegen Sie irgendwie in x Jahren Software-Updates nicht hin? Oder wollen Sie nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es kann keine Zwischenziele. Das finde ich doof. Brauche ich ganz oft. Und dann muss ich mich einfach so behelfen, dass ich das Zwischenziel als Endpunkt eingebe und dann von dort aus wieder einen neuen Endpunkt eingebe zum Endziel. Also ich muss 2-mal navigieren und kann nicht in einem Rutsch durchnavigieren. Und zum Zweiten fällt es mir immer wieder auf, dass das gerade bei längeren Strecken oder auf ungewöhnlichen Strecken, dass das Navigationssystem suboptimale Routenführung hat. Also zum Beispiel ist die Route nicht optimal oder ich sage, es soll irgendwas vermieden werden, aber das Navigationssystem führt mich genau darüber, über eine Strecke, die eigentlich vermieden werden soll. Sei es eine Fähre vermeiden oder eine mautpflichtige Straße vermeiden oder sowas in der Art. Aber auch die Routenführung über die Autobahn ist manchmal suboptimal, dass ich da eigentlich eine kürzere Strecke erwartet hätte und es führt mich aber eine längere Strecke. Mag Gründe geben in der Verkehrssituation, wird aber da nicht angezeigt. Ja, so, und ich habe mir meinen Kopf zermartert, was mir noch nicht gefällt und mir fällt jetzt einfach nichts mehr ein. Tja. Gut, Fazit, viel mehr positive Punkte, ganz wenige negative Punkte. Die negativen Punkte sind auf einem für mich niedrigen Niveau. Also ich muss sagen, ich würde mir dieses Auto jederzeit wieder kaufen. Ich bin immer noch nach 6 Monaten sehr, sehr begeistert und ich bin jetzt, würde mich nicht als Tesla-Fanatiker bezeichnen. Aber es ist einfach so, dass dieses Auto mit diesem Konzept
für mich im Moment das einzige 100% alltagstaugliche Elektroauto ist, was es auf der Welt gibt. Es ist teuer, jetzt billiger geworden, aber es ist einfach wirklich ein ausgereiftes Konzept mit Schwächen noch. Trotzdem denke ich, dass Tesla mit diesem Auto allen anderen um Jahre voraus ist. Qualität hin oder Qualität her, aber das Konzept ist einfach geil. So. Ja, das war's für heute. Meine Eindrücke für mich ganz persönlich von meinem Model S. Andere mögen das anders sehen. Ihr habt andere Kritikpunkte. Gönne ich euch. Das ist meine persönliche Meinung gewesen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.